Jo, servus die Madln und grüß euch die Buben. Ja, Freunde, ich hab den Weg gar nicht mehr gefilmt. Ich steig gleich da rein, am Stabbruch herum. Und es ist jetzt da gleich 3:45 und ich möchte mir eine Kleinigkeit zum Essen machen. Und da haben wir gedacht, ich nehme euch mit und ich mache es natürlich draußen. Wir haben herrlichstes Wetter. Was haben wir? 22 Grad wird heute noch wärmer werden. Ab muss es ringen, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was gibt's heute? Ich mache mir so Fleischlaverln. Die sind schon vorbraten, die braucht man nicht mehr ein bisschen ins Öl rein, dann sind sie fertig. Dann schneide ich mir noch einen Kartoffel. Den werden wir sich ausbraten. Und dazu habe ich mir noch von daheim mitgenommen ein paar so Senfgurkeln und noch einen Maiskolben. Ja, ich habe mir heute extra noch einen Tisch mitgenommen. Wobei mit den Drang her kann ja nicht viel passieren, der ist ja sowieso weiß gut hoch, aber sicher ist sicher, da drin ist auch super windgeschützt und alles. Ja, dann haben wir noch eine Neuanschaffung dazu gemacht und haben wir da dieses kleine Multifunktionsbrett dazu genommen. Das ist nicht schlecht, kann man als Schneidebrettl verwenden. Oder eben auch zum Anseichen, also nicht schlecht. Passt auch super in das Set rein und somit kann man das immer brauchen. Dann habe ich noch eine Anschaffung gemacht, nämlich für meine Bialetti. Ich weiß nicht, wie sie das nennt, Triangel. Und zwar, jetzt sage ich das schnell, das passt da rein. Ich halte euch das einmal kurz in die Kamera. Und dann kann man da verschiedene große und kleinere Gefäße auch draufstellen und geschirren. Also so wie die Bialetti, für die ist eigentlich hauptsächlich gekauft worden. Dann ist das eigentlich perfekt. Aber Bialetti haben wir heute keine dabei, aber ich wollte euch das Gestell eigentlich nur schnell sagen. Und dann werden wir das Ganze einmal schön langsam angehen. Wir machen das natürlich im Pfandl, Öl habe ich dabei. Kartoffeln werden wir da drauf schneiden. Und ja, ich wollte mir in Miesegras ein schönes Schisserl mitnehmen, aber ich habe die vorher noch eingeölt, weil ich gesehen habe, die vertragen ein bisschen Öl und jetzt lasse ich es gerade dezent im Schatten triggern. Jetzt haben wir da so ein, ich weiß nicht, was ist das, ein Palmenbladl gepresst oder Bananenbladl, keine Ahnung, das sind so blöde Schisserl. Auf alle Fälle, ja, und ich würde sagen, fangen wir mal an. Ja, ich weiß, ich sitze da ein bisschen im Schatten, weil ich habe mein Stab ein bisschen gespannt, weil die Sonne noch nicht so oben. Das war mir so heiß. Da. Ja, Wetter ist perfekt, wieder Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich wollte gar nicht weit gehen. Ab morgen ist Regen angesagt, bis am Sonntag. Schauen wir mal, ob ich da wohin gehe. Haben wir so eine kleine Regentour schon, da nicht, nehmen wir die Action Cam mit. Na, warten wir mal an. Ja, ich glaube, die Erden von uns sind so weit. Fleischlaber. Ja, der Schumkocher ist schon nicht schlecht, der gefällt mir schon ganz gut. Ein Kocher mehr in meinem System, aber es kommt ja noch was auf mich zu. Das ist gerade auf dem Weg von in einem Paket, aber da würde ich noch nicht zu viel verraten. Aber es ist diesmal ein Gaskocher wieder. Aber das seht ihr dann, wenn er da ist. Ja, das wisst ihr, man kann ja nie genug Kocher haben. Also ein Kocher und Rucksack. Ich glaube, da bin ich schlimmer wie manche Frauen mit ihren Schuhen und Handtaschen. Ne? Ja, c'est la vie, wie der Franzmann sagt, so ist es halt.
Ja, so Freunde, so schaut das jetzt aus. Ich denke, das kann sich sehen lassen, auch wenn es was ganz was Einfaches ist, kann man ja trotzdem alles relativ schön herrichten fürs Auge. Jetzt so gerne Mahlzeit. Herrlich. Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr erwähnen. Die einfachsten Sachen schmecken daraus da immer noch am besten. Endlich haben wir ja keine Leute da herum. Hätte es am Parkplatz nur einer gestanden. Das hat der verdeutscht irgendwo da im Waldgebiet. Und ich bin allein da. Herrlich, oder? Ja, nichtsdestotrotz schmerzt euch da jetzt nicht länger noch was vor. Ich werde jetzt einmal in Ruhe fertig essen und dann hänge ich wieder dazu. Ja, und jetzt kommt natürlich ein Käfchen dran. Ne? Und da brauchen wir wieder mal ein bisschen Wasser. Hier machen wir heute ein bisschen weniger Kaffee. Machen wir nur halbert. In dem Sinne wünsche ich euch meine Krankensaison gesund werden, Freunde. Macht es gut und natürlich meine gesunden werdet ihr nicht krank. Und Prost an alle. Er ist trotzdem heiß. Aber. Ich glaube, ich fange schon langsam an zum Schwitzen da, selbst im Schatten. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich das Essen auch noch. Wow. Ja, noch ein bisschen auskühlen lassen. Ah, echt gemütlich. Ja, ich werde jetzt noch in Ruhe meinen Kaffee schlürfen. Und genieße das da ein bisschen die Ruhe. Keine Flieger, kein Autolärm, gar nichts. Ist ein Wahnsinn. Ah ja, Freunde. Kaffee ist schon lang leer. Es ist auch schon halb vier. Ich bin jetzt eine gute Dreiviertelstunde gesessen und das Ganze genossen. Ja, und ich würde sagen, jetzt packe ich wieder zusammen. Hat mir sehr gut gefallen da herum. Gehe ich langsam gewöhnlich wieder heim, weil um vier kommen dann die meisten Leute heim, bevor dann da einer noch raufkommt am Berg und spazieren geht. Bin ich schon wieder unten und dann schon wieder daheim, würde ich sagen. Ja, Freunde, alte Zeremonie, ich baue wieder alles an, räume alles zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. Auf geht's! Ja, ich hab da gleich diese Bruseknoten drauf. Die bleiben wir gleich da oben. Die kann ich da schön verschirmen. Und die bleiben einfach drauf. Und fertig. So, alles beieinander. Den Stahl lasse ich da. Da komme ich sicher wieder her. Und vielleicht andere auch. Und ja, lassen wir es gut sein. Ja, ich spare euch den Weg ab, den kennt ihr eh schon alle auswendig. Und ich verabschiede mich gleich da an der Stelle. Und so wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.